Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wie du vielleicht siehst, haben wir so optisch und vom Namen so ein paar kleine Dinge geändert und das hat auch einen Grund. Und zwar gehört Contest seit inzwischen einem Dreivierteljahr zur Ageras-Gruppe. Ageras ist eine Gruppe von Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben von Selbstständigen und kleinen Unternehmen zu verbessern und leichter zu machen. Und da passt Contest und die Contest Steuerberatung mit der Mission natürlich hervorragend rein. Hier auf diesem Kanal waren wir bis heute sehr fokussiert auf die Angebote der Contest Steuerberatung. Und das möchten wir jetzt so ein kleines bisschen aufweichen, einfach weil es rechts und links von der Contest Steuerberatung noch viel mehr zu entdecken gibt. Wir wollen jetzt auch mehr Inhalte zum Thema Buchhaltung bringen und Finanzmanagement und so weiter. Und wir wollen auch nicht mehr so ganz starr an den Einzelunternehmen festhalten. Denn viele Selbstständige haben zum Beispiel auch eine GmbH. Die arbeiten alleine und selbstständig, haben aber halt eine andere Rechtsform. Oder die haben mit ein, zwei Freunden eine GbR gegründet. All diese Themen haben wir in der Vergangenheit überhaupt nicht behandelt, weil sie halt keine Mandanten waren für die Contest Steuerberatung. Aber die Ageras-Gruppe hat tatsächlich auch für diese Kundensegmente einige Angebote. Und deswegen haben wir uns gedacht, beziehen wir diese Themen doch in Zukunft auch ein. Du bist auf diesem Kanal in Zukunft gut aufgehoben, wenn du selbstständig bist, egal in welcher Rechtsform und maximal 5 Mitarbeiter hast. Aber es gibt natürlich auch noch viel mehr. Natürlich bist du auch mehr als deine Selbstständigkeit. Und wir haben intern lange diskutiert und tatsächlich auch letztens erst eine Umfrage gemacht, wo ich einmal eure Meinung wissen wollte, weil wir bekommen auch regelmäßig Anfragen zu steuerlichen Fragen rund um Investitionen, also Aktien und ETFs und Kryptowährungen und Immobilien, aber auch zu Steuergestaltungen, die sich nur auf den Einkommensteuerbereich beziehen und all solche Themen. Und ehrlicherweise, mich persönlich interessieren diese Themen auch sehr. Da ich aber den Kanal nicht verwässern möchte, weil die meisten von euch haben gesagt, sie interessieren sich insbesondere für Themen rund um die Selbstständigkeit, möchte ich euch jetzt nicht hier mit anderen Themen nerven. Aber weil mich persönlich diese anderen Themen auch wahnsinnig interessieren und ich auch merke, dass viele von euch daran Interesse haben, habe ich mir gedacht, dann machen wir doch einfach einen zweiten Kanal, wo wir über die ganzen Themen private Investitionen, Steuergestaltung, private Einkommensteuer und so weiter sprechen. Das heißt, all die steuerlichen Themen, die nichts direkt mit deiner Selbstständigkeit zu tun haben, die findest du jetzt auf dem YouTube-Kanal Steuerfit. Ich verlinke ihn dir auch gerne oben rechts einmal. Schau da gerne vorbei, wenn dich auch solche Themen interessieren. Natürlich ist so eine Veränderung auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Deswegen bin ich auch sehr an deiner Meinung interessiert. Was denkst du davon? Siehst du Risiken? Worauf sollten wir in Zukunft achten? Welche Themen würdest du dir wünschen jetzt mit dieser neuen Ausrichtung? Schreib uns dazu gerne einen Kommentar. Schau unbedingt bei unserem anderen Kanal vorbei. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, um auch in Zukunft keine Videos rund um das Thema Selbstständigkeit zu verpassen.